Du meinst, es ist nicht Hal, der Roboter aus Es ist doch völlig egal, wie ich heiße. Marvin. Ich kann 16.000 komplexe Rechenschritte in einer Sekunde durchkauen und ich muss hier Türen öffnen. Aber ein einziger Satz klappt kaum. Dirk. Bist du bereit für die Anmod? Und die Anmod geht los! 1, 2, für Nüsse kommt vorbei. 3, 4, Dirk und Klaus hier. Oh mein Gott. Herzlich willkommen zu Für Nüsse mit Dirk und diesem alten verwirrten Mann. Ich bin der jüngere verwirrte Mann von uns beiden. Wir stellen das erstmal voran. Wir wollten uns in der letzten Folge bei allen Katzen entschuldigen. Das heißt nämlich Flemen, nicht Femen. Wir? Nee. Ich will mich bei. Du kanntest das Wort nicht mal. Oh ja, nur weil ich den Scheiß nicht gelesen habe, den du zufällig mal gelesen hast und dann fälschlich in deinem Nüsschen da oben gespeichert hast als Femen. Diese komische Frauenrechtsgruppe. Genau. Ja. Steht denn diesmal auf deiner Brust? Diesmal. Ich habe schon. Freies Friedrichshain, glaube ich, nicht dran. Ich habe schon fast. Die Anmord war schon ein kleiner Tipp. Dirk. Oh mein Ring. Gott. Geh ans Telefon, Dirk. Ring. Sind das jetzt irgendwie alle möglichen. Geh ans Telefon. Ring. Ja, hallo, hier ist Dirk von Dirk und Klaus für Nüsse. Wen habe ich da in der Leitung? Dirk. Ja. Dirk. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Oh Gott, was? Das klingt wie Kermit, der Frosch, und nicht wie diese verzerrte Scream-Stimme. Ich hatte hier was eingestellt, was die Stimme verzerrt, aber ich kann nicht während der Aufnahme die Spuren wechseln. Achso, ich dachte nicht die ganze Zeit in den Hoden kneifen. Das, wie du siehst, kann ich. Ja, guter Pinzettengriff. Ja, Dirk. Ja, hast du eine Frage oder ja, das war die Frage. Wir reden über unsere Lieblingshorrorfilme. Ach so. Wenn du dich nicht einfach nur auf Kermit konzentrieren möchtest, nur weil alles Grüne dich anmacht. Hey, das ist deine Stimme. Das sollte ein Kompliment sein. Du hast eine wunderschöne, froschähnliche Stimme. Da sag ich doch Applaus. Ja, ins Mikro klatschen immer ganz groß. Ins Mikro rein. Also dein Lieblingsfilm ist Scream 1 oder was? Nee, furchtbar. Boah, danke. Wir können ein bisschen drüber diskutieren, was so gute Horrorfilme sind, was unsere liebsten Horrorfilme sind, was vielleicht so prägende Horrorfilme sind. Ja. Also wir haben ja letztens schon über Shining geredet. Genau, ja. Und kam dir da der Gedanke oder hat's den vorher schon? Nee, ich hatte den Gedanken vorher schon. Ich wurde neulich interviewt rund um Horrorfilme. Ah ja, in der S-Bahn. Da will ich nicht drüber reden. Von jemandem Betrunkenen. Alter, hast du auch einen Horrorfilm? Nee, das muss ein Metzger sein, der gerade auf dem Weg zum Hockeytraining war. Auf jeden Fall hat er ein Riesenmesser und eine Hockeymaske. Das ist aber sehr geschickt, weil das kann ja bis in alle Ewigkeit weitergespielt werden. Diese Figur, oder? Ja. Michael? Ja. Naja, weil den kannst du halt... Jason. Nicht Michael. Michael ist der mit der William Shatner-Maske. Aus Halloween. Das ist Freitag der 13. Okay, habe ich es verwechselt. Aber beide können ja, ist alle Ewigkeit. Gut, das sind auch total komplex unterschiedliche, also wahnsinnig. Ja, gut, das ist amerikanischer Horror, ne? Der ist kreativ. Obwohl, der erste Freitag der 13. aber richtig gut, wo die Mutter der Mörder ist. Ja, ich weiß. Ja. Den gab es vor, weiß nicht, halben Jahr auf Arte. Und das ist ja noch ein sehr, sehr lustiger, trashiger. Ja, das stimmt, ja. Also, ja. Wo man dann halt immer diese Jump-Cuts hat, von wegen, und irgendwie nur ein verzerrtes Gesicht. Ich glaube, ich habe zweimal ganz dezent, ganz schlechtes Blut gesehen, Schulz. Und Der SPD-Vorsitzende ist gerade hereinmarschiert. Ja, oder jemand Martin, hat gerückt. Martin Raus. Ja, und das ist halt irgendwie sehr unterhaltsam. So, weil ganz zum Schluss ist doch irgendwie das im Wasser irgendwas ist, ne? Ja, das letzte Mädchen, die letzte Überlebende ist mit einem Boot. Muss man jetzt Spoiler-Alert sagen? Nee, ne? Bei 500 Jahre alten Film. Ja, ich glaube, vielleicht machen wir eine Grundregel, wenn der Film älter ist als 10 Jahre, können wir. Ob Geschichtslehrer ganz cool immer am Anfang der Stunde sagen, Spoiler-Alert! Das wäre sauwitzig. Das macht bestimmt dieser Reichsbürgerlehrer.
Der, wie heißt der? Boah, jetzt steppt er hier wirklich und macht meine Lampe kaputt. Was heißt wirklich? Habe ich schon einmal gemacht, könnt ihr nachhören. Ein Audiokommentar, dieser Reichsbürgerlehrer, der immer N heißt. Ah, im ja. Spiegel. Ah ja, aber wir dürfen da keine, das ist gar, der darf keinen Platz kriegen, auch ja. nicht in unserem traurigen kleinen Altherren-Podcast. ja, aber wäre eine gute Idee. Schöne, eine schöne Nebenfigur für eine Sitcom. Ah, du meinst den Lehrer, der reinkommt. Der Geschichtslehrer, der immer Spoiler-Alert sagt. Ja. Ja. Ja, der, der unterrichtet auch Mathe, aber da funktioniert es nicht so gut. Da verrät er einfach das Ergebnis der Aufgaben. Und vielleicht kann der auch geschichtliche Epochen so in so Fake News und so eine Dinge einteilen. Mhm, das wäre auch ganz gut. Oh, das ja. wäre super, da kommt man so in so ein Kostüm an. Und dann haben die feigen Spartaner Fake News mit viel mehr als 300 Leuten die Thermopylen verteidigt. Gesundheit. Muss man den nicht rausnehmen, wenn man zu oft Schnupfen hat? Oh, oh Gott. Ihr wisst, was ich meine. Das war das Geräusch, wie eine Ader in meiner Stirn platzt. Du hast Adern, ja, schön. Ja. Krampfadern, Alter. Ja, okay. Freitag der 13. Freitag der 13. Ja. Ja, Freitag der 13. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die alle richtig aufeinander packe. Ich glaube, das ist, also bis auf den ersten sind die anderen alle recht ähnlich. Was? Also aber ja, genau, also um mal auf den Spoiler, den wir gerade mit unserem Ausflug in die Geschichtsstunde einer Grundschule. Stimmt, du wolltest das Ende erzählen. Genau, ja, das letzte überlebende Mädchen fährt raus auf Crystal Lake, da wo dieses Sommercamp ist. Das Final Girl, ne? Genau. Haben wir gelernt. Genau, und da, dann kommt Jason aus dem Wasser und zieht sie in die Tiefe. Stimmt, da ist er aber noch ein Kind. Ne? Ja, genau. Ja. Sieht man eigentlich das, man sieht von hinten ein Kind, oder? Oder sieht man ihn von vorne? Ja, also ich glaube Kind auch nicht, aber halt so ein sehr jugendlicher Bau. Ja. Genau, also das Alter, in dem er gestorben ist. In dem ist er da eine konservierte Wasserleiche. Und aus irgendwelchen Gründen ist er in den späteren Filmen dann immer ein 2 Meter hoher, breiter Typ. Außer, wenn man sich an Freddy vs. Jason erinnert, wo Freddy in Albträume oder Vergangenheit von Jason zurückgeht. Und da kommt nämlich dieses Seethema auch durch. Und da ist ja das Ende, dass Freddy aus dem Wasser steigt und hat den Kopf von Jason in der Hand. Wie sie danach einen weiteren Teil, ich weiß gar nicht, weil er hat ja gar keinen mehr. Aber ein Kopf das war auch der Film, der für 3 Drehbuch-Oscars nominiert war, ich, oder? Ich glaube, ja, okay. Musik und halt auch Editing. Ja, stimmt, Hans Zimmer hat das Drehbuch geschrieben. Ja. Also ich kann auf jeden Fall mal sagen, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, schon über 10, würde ich sagen, Schweigen der Lämmer gesehen habe und musste irgendwann aus dem Zimmer gehen. Habe ich mit meiner Schwester gesehen, konnte ich nicht, hatte voll Panik. Und ich glaube, es war schon relativ am Anfang, als dieser Leiche aus dem Wasser, war es aus dem Wasser, wo dann das erste Mal... Ja, die Motte. Motte oder Schmetterling oder der Kokon rausgezogen wurde aus dem Hals. Und vorher haben sich halt alle mit Riechsalz eingeschmiert. Das war so das erste Mal, dass ich auch gesehen habe im Fernsehen, was ich im Nachhinein auch gar nicht so prägnant gesehen habe, dass natürlich halt Leichen, diverse Leichen halt auch einen ganz bestialischen Duft haben. Und das da sehr, sehr gut präsentiert wurde. Also als sie sich echt vorbereitet haben und ihre Aufregung so als angehende Polizistin und Riechsalz rein und Erklärung, wie man sich dort verhalten hat. Und da war man als Zuschauer auch, also ich war richtig angespannt. Diese Stimmung, finde ich, transportiert sich auch gut bei 7. Oh, bei dem Völlereitypen. Ja, ja. Das, also da finde ich... Aber ist das, also sind wir... Ist Horror gleich Psycho? Nee, das ist halt die Frage. Oder Thriller? Das ist ja die Frage, was in welche. Also ich meine, Horror heißt ja nicht automatisch Slasher-Film. Nee, das finde ich nämlich total schwach. Also das finde ich total scheiße eigentlich, Slasher. Es gibt ja auch die wir eigentlich gar nicht richtig kennen. Diese richtige Slasher-Richtung. Der Gorno. Okay. So Saw oder Hostel. Also, ich habe den ersten Saw habe ich gesehen, aber ich fand das jetzt nicht so beeindruckend wie... meine damals kiffenden Klassenkameraden. Ey Mann, stell dir das mal vor, du hast einen Schlüssel für die Handschellen hinter deinem Auge. Was würdest du machen? Der ist hinter deinem Auge. Wahrscheinlich bewusstlos werden, wenn du versuchst, ihn rauszunehmen. Da hast du auch nichts gewonnen. Ich denke mal, als allererstes Kopfschmerzen kriegen. Stimmt, wie kommt er hinter das Auge, der Schlüssel? Ich muss hier auch so ein bisschen weggedrückt und dann ist er ja nicht einfach dahinter. Und wahrscheinlich ist es dann auch so ein moderner Autoschlüssel, dass du dir aufs Auge drückst. Boop, boop. Keyless. Ja. Nice. Ja. Jedenfalls war das ging mir so, boah, das Schlimme ist,
oder das Schlimme ist, dass das Gute oder das Faszinierende oder das, was funktioniert hat bei Friedrich Kuschelhirer, würde ich immer sagen, bei, was hatte ich gerade erzählt? Pff, Fliege. Pff. Freddy, der Kuscheltiere? Genau. Schweigen der Lämmer. Ja. Ja, hier sind irgendwelche Fliegen oder, ist halt ein bisschen anders bei dir. Vielleicht liegt es auch darum, dass du hier so kompostierst im Zimmer. Aber. Eigentlich sind es die Fliegen, die in der Podcast-Lounge die Spinnen ernähren sollen. Jedenfalls hat wir brauchen die Spinnen, damit sie in den Ecken nicht so halt. Ah, bis nächste Woche. Ciao. Ja, nee, das hat mich ganz schön gepackt und ich war echt fertig. Aber da fällt mir gerade ein, während ich das erzählt habe, dass Friedhof der Kuscheltiere, das war, glaube ich, der erste, an den ich mich erinnern kann, den ich alleine gesehen habe vor meinem kleinen Fernseher. Ich saß auf dem Holzstuhl und habe immer nach links zur Tür und nach rechts zum Fenster geschaut. Ich glaube, 4-5 Mal in einer Minute. Man weiß es nicht, aber Dirk hat Augen wie ein Chamäleon und kann man gleichzeitig im 90-Grad-Winkel in alle Richtungen schauen. Ich komme aus Münchhausen. Ich war Baron dort. Steht hier? Ja, ist auf einer Kanonenkugel hergeritten. Was? Oh, ich krieg ein Parkticket doch hier. Nee, aber das war halt so. Ja, ich hatte ihn auch gesehen als Kind. Das war auch super viel, schlimm. Auch viel zu ja, und damals hatten meine Eltern eine ganz geschickte Katze. Eine geschickte Katze, die dir Hausaufgaben gemacht hat. Aber wenn du halt Friedhof der Kuscheltiere gesehen hast, dann ist so eine geschickte, getigerte Katze, die durchs Zimmer schleicht, mitten in der Nacht mit leuchtend grünen Augen, das Letzte, was du sehen möchtest. Und was ist geschickt an dieser Katze? Die war leise. Nicht so wie der Kater danach, Thomas, der immer so ein lauter Rabauke war. Den hat man halt auf 20 Meter gehört. Aber der war ja auch eher komisch. Also du kennst den jungen Raufbold ja nicht, da war so ein Pelzklops. Aber da müssen wir sicher, dass es nicht ein Critter war? Ich habe ihn einmal nass gemacht und die anderen konnten wir den Nachbarskindern Katzen schenken. Jetzt bist du bei Gremlins, oder nicht? Gutes Argument. Ja. Critters. Also Critters Gremlins war noch der Film, in dem Leonardo DiCaprio auf dem Boot steht. Und das Phantom ist auch auf dem Boot? Erinnere ich mich richtig? Er wird schiffbrüchig, landet auf der Insel, zieht einen lila Anzug an. Sicher, das, oh Gott, das leckst wieder Batterien oder was? Das ist jetzt das Problem. Nein, also, okay, wir sind so unterspannt. Friedhof der Kuscheltiere. Friedhof der Kuscheltiere, ja. Was für ein gruseliger Film und was für eine coole Musik und eigentlich, einfach so eine, diese klassischen Dinger da mit Indianerfriedhof und alles kommt wieder und das wurde ja mehrfach. Es ist ja auch von Poltergeist die Handlung, skurrilerweise. Da gibt es auch diesen Mythos, dass alle bis auf die Hauptdarstellerin mysteriös umgekommen sind und sie ist in die Klapse gekommen oder so. Ist das so? Ja, es gibt so ein paar Horrorfilme, wo es so sehr seltsame Mythen gibt, die sich darum ranken. Einer ist auch der Exorzist. Ja, was? Ach, irgendein Exorzist. Der ist aber auch gut, oder? Der ist original. Ja, Alter, finde ja, den fand aber ich der auch ist auch nicht gut. Der ist auch nicht gut gealtert. Okay, habe ich nicht mehr. Der ist auch so ein bisschen unfreiwillig komisch heute. Weil er auch totgeschlacht wurde. Dieses ja, natürlich, ja. Mädchen, so was halt irgendwie Erbsensuppe rausspuckt, ja. Und sowas, ist halt einfach in Scary Movie und sowas in so vielen Dingern totgemacht worden, dass es, ja. Oder als Jump Cut wurde es halt in tausend Sachen genutzt, dieses Gesicht, so. Irgendwelchen komischen, dummen Spiele-Apps oder sowas, hast du gerne mal so ein Scary, so ein Wuh, und dann hast du halt dieses Gesicht von ihr. Du surfst auf den falschen Seiten. Was sind die richtigen? Für Nüsse pod.com, unsere Website. Okay. das ist das gleiche Problem übrigens, was Psycho hat. Ein Film, den man heute... Der ist super. Das Problem ist, dass man dem Film kulturell von allen Seiten so ausgesetzt wurde, dass der eigentliche Twist in dem Film gar nicht mehr funktioniert. Es fängt ja damit an, dass Marion Crane das Geld von ihrem Chef stiehlt, ja. Und sie ist ja 30 oder 40 Minuten des Films die Hauptfigur, bevor sie ermordet wird. Ja. Und ich glaube, wenn man damals ins Kino gegangen ist und das nicht wusste und halt diese Duschszene nicht schon 1 Million Mal verwertet in irgendwelchen anderen Sachen gesehen hat, ja, war das ein ziemlicher Schock. Dass du einen Film siehst und die Hauptfigur stirbt nach einer halben Stunde. Ja, ist aber eigentlich ganz cool vielleicht, öfter mal. Ja, also super, aber ich meine, jetzt, sobald sie in die Dusche geht, weiß man ja, wie es endet. Ja, ja, ja.
Aber auch schöne, also ist ja nicht an den Film, sondern ans Buch angelehnt, schöne Serienadaption. Die, wie heißt das? Bates Motel. Ja, Bates Motel heißt die Serie. Ja. Ja. Also ich finde die, die Norma Bates, die finde ich halt einfach brutal gut. Heiß. Also süß auch auf jeden Fall. Also in den ersten Staffeln fand ich sie und später wird sie halt sehr bizarr und sehr... Also später findest du sie heiß, wenn sie ein Geist ist. Sie ist kein Geist. Du hast diese Staffel nie, Serie nie gesehen? Nein, ich habe die Serie nie gesehen. Okay. Ich hab Teile davon gesehen, das habe ich nicht angemacht. Nee, du glaubst, es muss ja enden, dass sie stirbt, weil es ist ja, danach kommt ja der Film. Aber es hat nichts mit dem Film zu tun. Es spielt ja in einer... Paralleldimension? Nein. In der Rihanna Marion Crane ist? Es spielt ja in der Neuzeit. Und die Figur auch, das, also es ist auch total interessant, dieses psychologische Bild, was sie halt von Norman aufbauen, dass er halt irgendwie schon relativ früh halt merklich anders ist als andere Kinder, aber Norma das halt aufgrund ihrer Geschichte halt auch immer so ausklammert und ihn versucht so mit Liebe und Schutz vor dem Bösen fernzuhalten und gar nicht oder zu spät merkt, was sie damit erst anrichtet. Und sie haben eine ganz bizarre, enge Beziehung. Und das wird in dieser Serie neben auch ein paar dummen Dingen, die echt ein bisschen Klischee und wirkt ein bisschen wie Dawson's Creek und sowas, aber... I don't wanna wait. Aber das Hauptthema so, Mutter-Sohn ist halt, finde ich, sehr, sehr gut rübergebracht. Und also sie spielt halt einfach wahnsinnig. Also sie ist halt einfach so ein Muttertier, was halt teilweise dann auch irgendwie das Wahnsinnige wird, wo man dann gar nicht mehr weiß, was ist denn hier das Schlimmste? Ist jetzt Norman, der halt dann austickt und sich nicht mehr daran erinnern kann und dann bizarr schlimm wird? Oder sie bewusst handelt und ganz viele dann auch in Gefahr bringt durch ihr Handeln, damit sie immer ihren Norman an sich halten kann und alles... Also ihre zerbröckelnde Geschichte permanent aufrechterhalten, was total von vornherein nicht geht. Und da kann man sie echt sehr, sehr, sehr lange, ich jedenfalls lange bei beobachten. Fand ich sehr interessant. Ja. Ich weiß, dass die generell nicht so gehypt ist, die Serie. Aber, ja, aber sie hat ja nicht grundlos Auszeichnungen dafür gekriegt. Aber nur sie, glaube ich. Ne? Er ist ja schon sehr so ein krasser Typecast. Und bester gewesen. Hauptstar in einer mittelmäßigen Serie, Mutter Bates. Ich meine, er ist halt, wenn du den in Interviews siehst, ist er, da hast du ja das Gefühl, ja gut, der hat jetzt, also der bringt halt dieses Schüchterne, Ruhige und sowas, bringt er halt alles mit. Und sie ist halt, weil ihre Figur halt auch einfach manisch, depressiv und so viele Seiten hat, das bringt sie ja nicht mit, hoffentlich. Und in anderen Filmen war sie halt immer nur irgendwie eine kleine Nebenfigur, die mal halt irgendwie hübsch aussah. So. Also sie hat ja schon echt viele Dinger gemacht, bevor sie halt da richtig zeigen konnte, wie gut sie spielen kann, finde ich. So. Ja, jetzt ist sie gerade im Commuter oder sowas, ne? Die weibliche Hauptrolle. Mit Liam Neeson. Genau, ja. Actionfilm der fünfte. Ja, genau, also mal ganz kreativ. Ja. Sie sind irgendwer und können super gut schlagen. Was sagen Sie jetzt dazu? Ja. Er ist Versicherungsinspektor und... Ich glaube, der nächste Tag spielt auf einem Speedboat, den Liam Neeson eine Bombe entschärfen und einen Attentäter muss es immer schneller als 50 Meilen Knoten fahren? Langsamer. Oh mein Gott, aber es ist doch ein Speedboat. Wir sind alle besoffene Alkoholiker. Und ein Hai ist hinter ihnen. Oh, scheiße, ein Hai. Ja, was das heißt Sharkboat. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Prägender Horrorfilm? Oder Lieblingshorrorfilm? Oder ne, ich kann mal, wo wir gerade bei seltsamer Mutterfigur waren, auch wenn es jetzt nicht der absolute Horrorfilm, aber ich finde die Mutter Beimer, the movie. Sie werden überrascht sein, wie mobil Mutter Beimer sein kann. Marie-Louise Marihuana. Ja, Marihuana? Marie-Louise Marihuana. Die einzige Mutter Beimer, die sie rauchen können. Oh, bitte, wenn jemand so einen Potshop in Deutschland aufmacht, wenn... Marihuana legal wird im Jahr 2040. Bitte nennt einen Tabak Marie-Louise Marihuana. Danke. Also was schräge Mutterfiguren angeht. Coraline. Es ist ein Claymation-Film von... Was ist ein Claymation-Film? Harry Selleck, so mit animierten Knetfiguren. der Nightmare Before Christmas gemacht hat. Okay. Basiert das auf einem... Das war von Tim Burton? Nee. Nein. Das ist eine lange Geschichte. Das ist für einen eigenen Podcast. Ist Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Und Gott, ich schaue mal ganz kurz weg. Coraline ist ein Film mit sehr unheimlichen Implikationen für Erwachsene. Kennt den irgendwie ein Mensch?
Außer? Ja, der. Ist ganz bekannt. Wenn man darüber redet, am Tresen, wird jeder sagen, ah, klar, das ist doch... Nein, das Coraline hat so ein bisschen so eine Original-Grimms-Märchen-Qualität. Coraline gerät in so eine Parallelwelt, wo alles ganz, ganz toll ist. Und ihre Other Mother ist ganz toll und ihr Other Father ist ganz toll. Und sie kann für immer da bleiben und kann sich alle Wünsche erfüllen. Es gibt nur eine kleine Bedingung, sie muss sich Knöpfe auf die Augen nähen. Das ist einfach ganz schön. Das hat ein bisschen dieses moderne Grimms-Märchen-Ding. Aber Knetfiguren können sich auch keine Knöpfe auf die Augen nähen. Ja, im Film sind sie keine Knetfiguren. Sind zwar hast du gerade gesagt? Ja, sie sind für uns Knetfiguren, aber sie sagen nicht, hey, ich bin eine Knetfigur. Das sind trotzdem Knetfiguren, auch wenn die nochmal reden. Ja. Vielleicht bist du eine Knetfigur. Weiß man's? Ihr könnt ihr nicht sehen. Da fehlt mir die nötige Knete für. Oh, oh, der alte Fimo-Gag. Ja. Ja, okay. Hm. Ja, wollen wir das nochmal wiederholen, was wir letztens über Shining rausgepopelt haben? Ja, machen wir es. Das Stein-Ding hier. Ja, weiß ich nicht, wir können jetzt auch einfach mal durchatmen. 45 Minuten. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles nochmal wiederholen müssen, was wir... Genau, was die anderen nicht gehört haben. Ja, was wir nicht... Wir dürfen nur Sachen sagen, die wir noch nie gehört haben. Ja, aber dann so funktioniert dann Podcast. Ist es exklusiv für den Podcast. Nein, wir haben ein bisschen über die Hintergrundgeschichte von The Shining geredet und wie... Kennen wir doch alle schon. Stanley Kubrick, die Leute in den Wahnsinn getrieben hat, vor allem Hauptdarstellerin. Weißt du den Namen? Sonst gucke ich den Namen jetzt mal kurz nach. Olivia Onions. Hat sie auf jeden Fall gespielt. Sie hat später Popeye-Verfilmung gespielt. Jacqueline Nicholson. Mit William... Shakespeare. Genau. Die Szene, die in der sie rückwärts von Jack Nicholson weggeht mit dem Baseballschläger, die 128 Takes haben musste, weil halt einfach Stanley Kubrick sie einfach Shelley Duvall Wahnsinn treiben wollte. Also ich meine, ihr sind ja am Set während des Drehs Haare ausgefallen, weil die kurz vorm Abknapsen war und Jack Nicholson wurde ja unterstützt in seinem Wahn halt auch mal neben der laufenden Kamera. Ich glaube, der konnte sich gut ausleben, da am Set. Aber er wurde angeblich ja auch ein bisschen gepusht in dem, was er halt dann schon losgelassen hat, dem noch weiter, also ein Dämon noch weiter einfach zu gehen und nicht nur, wenn die Kamera lief, sondern auch einfach mal so durch die Gänge wie ein jaulender Hund und ein hechelndes irgendwas zu rennen. Ja gut, so ein verlassenes Hotel, ne? Das inspiriert dann auch so ein bisschen. Und da haben die auch gelebt, ne? Die haben ja während des Drehs wohl dort gelebt und haben halt auch, wie hieß sie nochmal, was hast du gesagt? Shelley Duvall. Ich schaue es nochmal nach. Bisschen unabhängig von dem ganzen Team untergebracht, dass sie halt auch so immer mehr vereinsamt in dem Ganzen. Also immer mehr so wahnsinnig auch in sich wird. Ja. Und irgendwelche Absprachen und Änderungen im Drehbuch, während der Drehzeit, ohne ihre Kenntnis erst am Set dann, ach, was ist denn jetzt los? Ja, wir wissen doch alle. Und alle wussten Bescheid und sie halt einfach, also ich meine, es ist doch keine Schauspielführung, es ist doch Wahnsinn. Isolationshaft. Ja, also das ist voll kranker Scheiß. Schade ist nur, finde ich, dass dann die Umsetzung des Originals quasi von Stephen King, 97, dann so ein Fernsehfilm wurde in Amerika, den ich halt, glaube ich, nicht einmal geschafft habe, ganz zu sehen, weil das sind irgendwie unbekannte C-Figuren, die da halt... Ich möchte jetzt auch mal sagen, die Stephen King-Bücher sind, glaube ich, auch alle nicht so furchtbar gut. Ja, aber kann und ja also sein... Dichter am Buch zu bleiben, ist da, glaube ich, auch nicht das Allheilmittel. Aber ich meine, das wäre doch ganz schön, wenn er das dann auch für seinen Ego-Scheiß, dass er merkt, von mir, ich kann schreiben, aber glaubt, er kann halt auch Schauspiel führen. Dann könnte man sagen, Stanley Kubrick ist vielleicht nicht das, was ich mir vorstelle, aber dann nehme ich jemand anders und der hat bestimmt die Kontakte, der auch dazu Bock hat und zeigt mit mir eine neue Version, die eher an dem ist. Also ich finde den Grundgedanken ja nicht schlecht, dass die Figur des Jack Nicholson eigentlich ein Durchschnittstyp ist. Und Jack Nicholson ist ja von Anfang an echt so ein, wo du denkst, das ist ein ganz herrischer Vater, der ist halt echt... Ja, der war ja auch aus den 70ern schon, Shining ist von 1980, Jack Nicholson war in den 70ern ja schon verrufen für seinen leichten Wahnsinn, auch immer vor der Kamera und dafür immer Rollen zu spielen, in denen er so exzentrische Ausbrüche hat. Ja, und genau das wollte er ja nicht. Und das finde ich, also den Ansatz finde ich vollkommen okay, weil der, glaube ich, also ich finde, abgesehen davon muss ich sagen, dass ich Shining, also den bekannteren Shining-Teil oder die bekanntere Shining-Version finde ich halt schon sehr, sehr super und toll und begeisternd. Aber im Nachhinein, je mehr man darüber erfährt, finde ich es halt sehr schade und halt auch kacke, dass man halt das, was man da rausgeholt hat, mit so viel Qual und sowas mit den Schauspielern machen musste, besonders mit ihr.
Ja, und dann, wenn man das hört und liest, finde ich es schon interessant zu wissen, wie wäre es denn, wenn man es gut gemacht hätte. Weil jetzt traut sich, glaube ich, keiner mehr daran, eine dritte Version zu machen. Ja, aber ich meine, das musst du auch nicht. Also ich meine, jetzt bei allem, was sich neben dem Set abgespielt hat, du machst ja jetzt keine bessere Version von Shining. Ja, aber ich meine, es wäre doch schön zu sehen, wenn man sagt, einfach nur dieser Grundgedanke, der Typ ist echt ein Durchschnittstyp. Ein liebender Vater und versucht Schriftsteller, hat so gerade so eine Blockade, bla, und kriegt es nicht hin, kriegt er so einen Job, wo er auf jeden Fall sagt, okay, dann sind die Monate gesichert, wir sind alle im Hotel, alles super und ich habe bestimmt da Zeit, mein Buch zu schreiben, so, und plötzlich passiert was. Klar weiß jeder Wechselmann, auch jeder, auch bestimmt etliche, die den Film nie gesehen haben, kennt das grobe Ding durch irgendwie 1000 Adaptionen, wie Comic-Dinger, Simpsons-Version oder sowas. Stimmt. Die auch sehr gut ist. Es gibt ja eine sehr explizite Simpsons-Folge sogar. Ja, die ja auch echt gut ist. Und da ist auch die deutsche Synchro total, total gut. Übrigens auch, wer es noch nicht gesehen hat, da müssen wir bei YouTube eingeben, Shining Comedy Trailer. Irgendein Genie hat die Szenen aus The Shining mit so ein bisschen gut gelaunter Musik zusammengeschnitten, als wäre es der Trailer für so eine Familienkomödie. Also einfach nur die Musik und den Schnitt ein bisschen verändert. Ja, genau. Und das ist halt so der Trailer für so eine gut gelaunte Familienkomödie. Okay. Jack ist Schriftsteller. Er möchte sich zurückziehen und geht mit seiner Familie in ein witziges Hotel. Und funktioniert das? Also ist es so? Ja. Krass. Ja, das muss ich ja. Ist einfach nur Shining Comedy Trailer. Ja, und dann findet man es schon, ja. Okay. Ja, klingt gut. Ja. Also auf jeden Fall interessant, reinzuschnüffeln. Ja. Cool. Ich kenne einen anderen guten, in der vielleicht einer meiner, aber vielleicht auch mein absoluter Lieblingshorrorfilm ist, 28 Days Later. Gott, das sind Zombies, die laufen können. Ja, die brechen alle Regeln. Das ist ein absoluter, die sind auch nicht tot, die sind ja nur infiziert. Das ist wie der Daywalker, das fand ich auch scheiße. Blade, der Daywalker. Ja, Stephen Frost. Stephen Dorff. Der Schurke aus. Oder Village? Blade. People. Okay. 28 Days Later, ja. Also wirklich. Weil es britisch ist. Und ein absolut unheimlicher Film. Also einmal auch extrem unheimlich gemacht, wie sie dann immer so morgens ein paar Minuten in den verlassenen Straßen von London gefilmt haben. Ich glaube, ich habe den einmal gesehen. Mit Cillian Murphy, der die Hauptfigur spielt. Brendan Gleeson spielt mit. Ach, Brendan Gleeson spielt mit. Ja, dieser leicht beleibte ist. Er ist der den Tropfen Blut ins Auge bekommt, falls dich noch erinnerst. Nein. Die sind dann so Checkpoint und er ist mit seiner Tochter. Ja, mit seiner Tochter da und sie sind dann so ein bisschen außerhalb der Stadt und haben es eigentlich geschafft. Und dann hört er so ein Geräusch, guckt nach oben, da sitzt eine Krähe und so ein Tropfen Blut spritzt ihm ins Auge. Und dann ist er infiziert sofort. Ja, okay. Ja, dann ist es ja noch so 3 Sekunden, guckst du ihm einfach an, du musst mich umbringen, zum Wohl meiner Tochter. Und dann dreht er durch. Die drehen ja dann alle mal so durch. Okay. Werden gewalttätig und spucken ihren Opfern Blut ins Gesicht. Okay. Ach, was für ein absoluter Horror, dieser Film. Und dann, und das ist ja das eigentlich Interessante daran, sobald sie dann in die vermeintliche Sicherheit kommen und in diese Militärbasis gehen, die Soldaten sind ja noch viel schlimmer drauf. Ich habe den nicht mehr gesehen. Die rennen vor den Zombies weg. Ja. Und dann sind sie auf so einem Militärstützpunkt, wo halt noch so eine Einheit von, weiß ich nicht, 10 Soldaten oder so ist. Die haben sich da verschanzt. Und jetzt denken sie, jetzt sind wir in Sicherheit, jetzt können wir das hier aussitzen oder irgendwie Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen. Und der Colonel im Militär sagt, nee, ihr habt doch 2 Frauen dabei, wir bevölkern die Erde neu. Wir sind die letzten Überlebenden. Okay. Also das wird... Das aber den Gedanken hast du ja oft bei so Endzeit-Dingern. Ja. Ich glaube, der Kontrast, was 28 Days Later hat, ganz schön macht, ist auf der einen Seite diesen Kontrast zwischen so diesem vorsteinzeitlichen, diesem Urinstinkt, diesem Tier im Menschen, dem Zombie zu haben, und auf der anderen Seite dieses extrem kontrollierte, also wirklich so der Colonel, die absolute strenge Vaterfigur, so die freudsche Reglementierung, und alles ist ein absoluter Horrortrip. Aber generell bist du ja nicht so der Zombie-Fan, ne? The Walking Dead, da kotzt du. The Walking Dead ist einfach eine furchtbare Serie. Was? Diese absolute Seifenoper mit Zombies. Schlimmer als The Walking Dead ist nur Fear the Walking Dead. Das absolut allerletzte. Diese ganze dumme Drecksbande aus Fear the Walking Dead haben alle den Tod verdient. Nee. Oh, wir sind hier in der Stadt, aber wir müssen unseren kiffenden Sohn, der die ganze Zeit eine Riesengefahr für alle darstellt, retten. Und sie befreien ein ganzes Stadion voller Zombies und lassen das auf alle anderen Überlebenden zu. Ja, aber die wussten absolut, ja nicht, dass absolut, da so viele Leute... Wir wussten ja nicht, dass da 80.000 Zombies in dem Stadion sind.
alle, die ganze Stadt ist dem Tode geweiht, wegen diesen 5, 6 bekifften Arschlöchern. Ach, komm, und vor allem diese dumme Mutter, wie ich diese dumme Mutter hasse, die schlimmste Frau der Welt. Diese, ich bin eine starke Frauenfigur, meine einzige Charakteristik ist, dass ich stark bin und ich muss meinen Sohn, der Johnny Depp aus 21 Jump Street ist, retten. Ich muss ihn ständig retten. Stimmt, krass. Das ist eine furchtbare Serie. Und das rettet nicht mal der sonnenverrückte Arzt aus Sunshine, auch ein toller Horrorfilm. Übrigens. Fear the Walking Dead. Fear am Arsch. Gottes Willen. Und dann. Ja, Fear am Arsch. Ja, Jesus Christ. Okay. Ja, ich fand es ja nur lustig, dass sie quasi die gleiche Figur gespielt hat wie in House of Cards. Da spielt sie halt auch irgendwie so eine Journalistin, aber von der Art und Weise ist sie halt eigentlich das gleiche wie bei Fear the Walking Dead. Aber ich fand die unterhaltsam. Also ich habe immer gemerkt, das sind immer so Serien, das schaffe ich. Wie bei Game of Thrones, da schaffe ich nicht mehrere Folgen am Stück. Da merke ich immer so eine, alles klar, danke, reich, ich schaffe morgen vielleicht noch eine, wenn ich gerade halt so im Binge-Modus bin. Obwohl Binge-Modus über mehrere Tage ist auch komisch. Ja, also wie The Walking Dead, wo sich jede Folge anfühlt wie mehrere Tage. Also ich muss sagen, da gab es dann zwischendurch, wie hieß Carl! Wie ist nochmal dieser, also die haben ja immer... Negan, Jeffrey Dean Morgan, Batmans Vater. Batmans Vater? Der mit Lucille. Wen meinst du denn? Was meinst du denn jetzt? Dass die halt von Staffel zu Staffel, ich weiß nicht, ab Staffel 2 oder 3, immer einen Bösen hatten quasi, den sie dann bekämpft haben. Und irgendwann gab es ja diesen Governor, diese Figur. Ich glaube, ist ein britischer Schauspieler, ja, oder? Ja, ich glaube, der Protagonist ist auch britischer Schauspieler. Echt? Ja. Okay, ich dachte, wäre Kanadier. Ah, ja, okay. Nee, der Typ, der am Ende die Schilder hochhält bei Love Actually. An dem Martin Freeman das Stand-In für ein Porno spielt. Er spielt Lichtdubel für ein Porno, Martin Freeman. Für einen ganzen Porno, hoffentlich. Ja. Entschuld mir leid. Tut mir leid zusammen. Entschuld mir leid. Der ersten Zeichen des Zombie-Virus. Gut, nee, aber das fand ich halt, die Figur, diese böse Figur fand ich super. Den Governor, den fand ich echt so, der hatte ja, glaube ich, war das der seine Tochter und seine Frau noch irgendwo in so einem geheimen Nebenraum an den Ketten hatte, also die da schon verwandelt waren, aber konnte er halt nicht. Ja, witzige Implikation aus den Comics, das habe ich so ein bisschen mitbekommen. Ah, du hast die Comics gelesen? Nee, ich habe sie nicht gelesen, aber das habe ich irgendwo mal über die Comics gelesen. Ja. Dieses Zombie-Mädchen in den Comics ist nicht seine Tochter. What? Ja. Jetzt, da kriege ich die Tür nicht zu. So, ich sitze da dran. Brat mir doch einen Storch. Tja. Mein lieber Herr Gesangsverein. Aber hier die Spielreihe, die Telltale-Spielreihe, Walking Dead, ist doch super, oder? Ja. Ja. Ja, die Telltale. Aber dann merkst du wenigstens, dass der Ursprung nicht kacke ist, sondern dass du vielleicht... Diese Umsetzung. The Walking Dead, der wahre Schurke, die Drehbuchautoren. Der wahre Schurke von The Walking Dead ist, dass eine Staffel nicht 8 Folgen hat, sondern ungefähr 39. Ja, weil du hast, was ich ein bisschen faszinierend finde. Aus jeder Walking Dead Staffel kannst du ungefähr 60 Minuten gutes Material zusammenstellen. Das Interessante ist ja, dass in den späteren Staffeln, also am Anfang ist es halt echt noch dieses Endzeit-Feeling und wir müssen kämpfen und oh mein Gott, Zombies und treffen noch andere und bla. Und später ist es so eine Beiläufigkeit. Da wird dann gestritten um irgendwie, wer hat was mit wem und nebenbei wird dann halt immer jemandem so ein Zombie ein Auge ausgestochen oder abgerissen und dann wird aber noch weiter diskutiert. Und du merkst so, diese ganze Zombie-Bedrohung ist halt einfach nur... So wie eine Seifenoper mit Zombies? Oh, das wäre cool. Aber die müssten das alle ernst nehmen. Nicht irgendwie diese deutsche Spaßscheiße, sondern die müssten echt so in Anführungszeichen ernst, wie GZSZ gespielt wird und Zombies dabei. Okay, so wie GZSZ am Anfang, als es noch einen Strumpfhosenmörder gab. Und Kompromiss? So mexikanische Seifenoper mit Zombies. Weiß jetzt nicht. Ist es so diese Telenovela-Style? Ja, genau. Okay, also nicht verliebt in Berlin, sondern... Ja, so eine heißblütige Salma Hayek, die einem Zombie eine Ohrfeige verpasst. Ach, weiß nicht. Ich finde ja, das sollte diesen deutschen... Gut, das arbeite ich in meine Fanfiction ein. Das soll dann eher sowas sein, weil Lindenstraße hat ja auch nicht so den Hipster-Faktor, den es vielleicht bräuchte. Ich habe keine Ahnung. Aber da könnte man ja vielleicht, um das aufzupeppen, nochmal so eine schöne Zombie-Armada reinjagen. So, dass man halt so ein... Ich wage zu behaupten, Zombie-Armada ist ein größter Teil der Hauptcast von Lindenstraße. Ja, aber alte Leute sind... Verstehst du, alte Leute? Ja, das kennt man gar nicht als Friedrichshainer, ne?
Das kennen wir nur aus dem Fernsehen. Ja, und oder es wird auch nochmal so ein bisschen so ein Ding, so ein Aufpeppen, das Ganze. Ein bisschen kribbeliger machen. Ja, das weiß man ja, so Fernsehserien sind immer dann am langlebigsten, wenn man einfach sagt, jetzt mal ein bisschen das Rezept auflockern, wir bringen so einen coolen Cousin rein oder Zombies. Ich finde das besser als diese ganze versteckte Werbescheiße. Also zum Beispiel die letzte Stromberg-Staffel war ja gespickt hier, also wir wurden ja gesponsert von diesem Nerf-Spielzeug-Scheiß und von Müller-Joghurt-Milchreis-Scheiß. Und das war halt total schlimm, weil die es permanent wirklich präsentiert haben. Und das siehst du halt bei anderen Serien auch so oft, dass du immer denkst, ja, ey, muss, zum Beispiel die jetzige Pastewka-Staffel, ich müsste jetzt nichts spoilern, aber wie oft man dann irgendwie... Ich glaube nicht, dass irgendjemand was gegen Spoiler von der Pastewka-Staffel hat. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber Bastian Pastewka hat die Füße in einem Fußbad von Fußbadmüller. Man sieht echt sehr viele Herrenhoden. Also ich weiß nicht, warum, aber man sieht halt sehr viel. Und Pastewka ist gesponsert von Herrenhoden. Und er ist öfter nach. Hautglätter. Ja, und er ist halt permanent, siehst du halt irgendwie, wie heißt es nochmal, der große Elektroladen? Nicht Saturn, sondern... Mediamarkt? Genau, er ist permanent vom Mediamarkt und immer hast du Mediamarkt irgendwo gerahmt und so ein Zeug, wo du denkst, Alter, das ist echt... Oder du siehst permanent Gillette und Nivea. Also du siehst halt die ganzen... Es ist halt krass, wie auffällig so. Also ich meine, sonst ist es immer galant versucht, irgendwie zu umgehen und jeder schnallt es. Du hast eine blaue Dose und irgendwie, oder kann ja auch sonst was sein, wo der halt dich cremst, aber muss es nicht echt immer so, oh, ist das zart oder irgend so ein Scheiß. Nee. Und das ist halt echt da so viel. Und das, ich weiß nicht, ob die britischen und amerikanischen Serien, die ich hauptsächlich schaue, ob die da halt einfach besser finanziert sind, obwohl wenn ich... Also in Filmen ist es halt so ein Trend, dass es immer mehr wird. Ja, da sind es halt immer Fahrzeuge. Früher waren es nur die Bond-Filme. Halt nee, aber es sind auch immer mehr Produkte. Also die Beats-Kopfhörer, okay. Die kommen mehr, dass irgendwelche Figuren immer Beats-Kopfhörer aufhaben und auch Rasierklängen aus irgendwelchen Gründen. Gibt es das auch nicht, im Horror? Dass immer mehr, keine Ahnung, dass Jason halt immer mehr... Wow, dieses Messer schneidet aber besonders. Ist das der Slice and Dicer? Slice and Dicer, nice. Ach, Slice and Dicer, genau, ja. Ja, ja. Schneidet Beton, schneidet Knochen. Oh mein Gott, diese klingen von Zwillingmesser. Hing. Ja. Das würde es dann ein bisschen kaputt machen. Obwohl ist eine sehr gute, Staubsauger, The Devil oder noch eine andere, die halt den Exorzisten kopieren. Vorwerk? Vorwerk, genau, ich glaube Vorwerk. Wo dann diese Exorzist-Figur dann halt, also diese Szene nachgestellt wird. Saugt den Teufel aus dem Körper. Nee, das ist halt... Also das was? Das ist die Millionen-Idee. Er hat einen Staubsauger, der Teufel ist an dem Mädchen, er saugt den Teufel aus dem Körper. Nicht schlecht, ja. Oh mein Gott, das würde einen großen Absatz im Süden bringen, glaube ich. Ist halt irgendwie so ein Pfarrer, der dann halt so eine Familie kommt und dann hat man die ganze Zeit so einen Luftzug. Also man sieht halt von wie die Haare so flattern und alles. Und dann kommt er halt in das Zimmer, so langsam macht er die Tür auf und hört schon so ein sowas. Dann geht die Tür auf und dann siehst du halt, wie das Kind halt an der Decke ist und immer ganz bizarr vor und zurück und vor und zurück sich bewegt. Und immer, oh Gott, oh Gott. Und dann geht die Kamera langsam hoch und du siehst ja so die Zwischendecke, dann hörst du ganz dumm Schlagermusik. Und dann siehst du halt, das nächste Zimmer da drüber ist halt so eine altdeutsche Mutti, hört Schlager und hat ihren fetten Vorwerkstaubsauger einfach über den Boden. Und dann heißt es von wegen saugstark wie nie zuvor. Und das Kind immer, und das ist halt, aber man kann keine lustige Werbung erzählen. Aber wie brav du die ganze Zeit gehört hast, normalerweise. Naja, ich habe ein bisschen auf den Pegel geschaut. Ja, Pegel. Oh, ich habe hier gar nicht, ich hoffe, ich habe gar keinen Knattern drin. Ich habe gar nicht das Dings aufgestellt, habe ich gerade gemerkt. Soll ich es mal machen? Oder ja, gibt es dann Knattern? Jetzt mach's. Ja? Nee, ich habe meins auch nicht auf Airplane-Modus. Okay, nee, jetzt ist das scheißegal, wenn du deins auch nicht drauf hast. Jetzt komm hier mal ein bisschen im Freiflug. Ja. Sonst noch irgendwelche Horror? Also einen, den ich noch gut finde, um das Gespräch mal ein bisschen im Laufen zu halten, ist Cabin in the Woods. Der ist aber lustig. Ja. Ja. Ja, weil halt einfach ein bisschen, der setzt halt voraus, dass man viele Horrorfilme kennt, dass man so ein bisschen mit diesen Themen und Klischees sich auseinandergesetzt hat und dann macht es richtig Spaß. Ja, der ist echt gut. Ja, das stimmt, der ist echt gut. Also weil er halt wirklich so ein bisschen mit diesen ganzen Klischees spielt von wir teilen uns auf, die Blondine ist ein bisschen dümmlich. Hast du irgendwie, was war so der letzte Horror, wo du echt positiv überrascht warst oder den letzten Ding gesehen hast, wo du dachtest, der ist richtig gut?
Oder hast du vor kurzem mal einen klassischen gesehen? Da muss ich drüber nachdenken, ob ich das letzte Mal. Also ich habe jetzt auch nicht, dass ich irgendwie. Ich habe jetzt letztens so gehört. Also Get Out wollte ich mir ansehen. Get Out. Ja. Ist das von der dem, soll richtig dem gut von Jordan Peele? Einer von diesem Komiker-Duo, Key & Peele. Und der hat einen Film gemacht, wo ein Mädchen ihren schwarzen Freund mit nach Hause bringt. Wo er auf dem Stuhl gefesselt auf dem Cover ist. Ne? Der soll richtig gut sein. Ja, hab den im Kino verpasst und der ist nicht auf Netflix. Und deswegen ist er auch für den Oscar nominiert. Weil er nicht auf Netflix ist. Ja. Oh, sind wir jetzt auch auf? Okay. Ja. Nicht schlecht. Ja. Ja, den hätte ich gerne gesehen und diesen Gore Verbinski-Film A Cure for Wellness. Hätte ich auch gerne gesehen. Es hätte jetzt irgendwie letzte Woche beim Max-Ophüls-Preis irgendwie, glaube ich, einer gewonnen, Schatten im Spiegel oder sowas. Und das deutsche Horror und sei halt auch wohl sehr, sehr gut. Okay. Das war krass. Ja. Nee, aber habe ich jetzt auch, es sind ja meist dann auch echt, also die großen Klassiker oder man mag halt auch einfach so ein bisschen diese, weiß nicht, ein Kumpel von mir, der liebt halt die ganzen, ich verwechsel das immer, Jason war Friedhof der 13. Jason ist Friedhof der 13. genau, und du meinst Mike Myers und das ist der zweite Halloween-Feiertag. Welcher Film ist nochmal, heißen die nicht irgendwann nur noch Jason? Die eine Reihe heißt doch nur Jason, oder? Irgendwann. Ja, wahrscheinlich, ja. Also welche Dings ist denn, wo es diese ganz bizarre Version gibt, wo er im Weltall ist? Und das Geile ist... Ich glaube, das ist Mike Myers. Aber ja? Ich glaube, das ist Halloween 2000 oder sowas, aber ich bin mir nicht sicher. Der Fleischersohn könnte uns jetzt weiterhelfen. Weil der kennt die halt alle. Der konnte mir auch immer erzählen, wer am Anfang, zwischendurch und am Ende und wer immer unter den Masken steckt. Wo ich immer dachte, der Typ sagt nie was und muss halt immer das gleiche machen. Und das ist echt, würde ich jetzt mal behaupten, keine Kunst ist. Aber das ist geil, eine lustige Geschichte. Die Maske, später haben sie geändert von Mike Myers. Aber in den ersten Filmen war es eine weiß gefärbte William Shatner-Maske. Hör doch auf! Aber weißt du, wie geil es ist, dass sie nach dieser komischen Weltall-Folge wieder auf der Erde weitermachen können? Weil er halt irgendwie bei diesem, es gibt ja dann immer diesen Endkampf, ne, um ihn dann umzubringen, ja, wo er dann vermeintlich auch tot oder weg oder irgendwas ist. Und jemand hat es dann halt irgendwie geschafft, ihn halt aus dieser komischen Raumbasis halt zu sprengen. Und er schießt wie ein glühender Komet zum Boden und ist dann halt irgendwie am Ende oder am Anfang des nächsten Teils, wie so ein Pärchen halt nachts wieder verliebt auf so einem kleinen Steg rummacht. Und sie sehen eine Sternschnuppe. Genau, und das ist Himmelswillen. Und dann fangen sie halt dann irgendwie an rumzumachen und das nächste ist dann von wegen die Hand und zack und reißt beide ins Wasser. Ja. Übrigens auch toller Horrorfilm, wo wir gerade ein bisschen bei der Thematik sind. Alien. Bitte? Alien. Oh ja, der erste ist auch super. Der erste ist ein Horrorfilm. Ja, also von 1979. Ja. Und... Ja, aber es ist eigentlich Mitbegründer, kein Film. Mitbegründer eines eigenen Genres. Also kein Horrorgenre, sondern es heißt ja Technoir. Und, oder gibt es Technoir als Horror? Dann ist ja, naja, ich meine, man spricht ja in der Regel von, oder man sagt ja eigentlich zwei Klassifizierungen von Filmen. So Action-Abenteuer, Horror-Thriller, Horror-Komödie. Okay, so spricht man eigentlich. Ja, und Technoir, weiß ich nicht, ob man das als eigenes Genre durchgehen lassen kann, weil es sind ja nur sehr gut, wenig. Gut, steht nur bei Wikipedia. Nur so. Oh ja, Wikipedia, die nutzerbasierte Plattform. Also ich bin mir, das kannst du ja mal machen. Kauf dir mal die Blu-ray von Alien und frag im Mediamarkt. Und frag im Mediamarkt nach der Technoir-Ecke. Entschuldigen Sie, aber wo sind hier die Technoir-Sektionen? In der ausschließlich. Im Mediamarkt, ja. Wo die Terminal. Ja, dann geh ins Fahrenheit 451. Was ist denn das Fahrenheit 451? Das ist eine Filmkunstbar. Die auch ein Verleih hat. Nur so eine Schnöselaffen wie du da sitzt. Ja, genau. Schnöselaffen wie ich. Und mir willst du gerade noch erzählen, dass Technoir ein eigenes Genre sein sollte, nachdem du Filme sehen solltest. Technoir ist ein eigenes Genre. Das ist so, als ob du sagst, Harrison Ford-Filme sind ein eigenes Genre. Ja, also bei Prime gibt es da die Sparte Harrison Ford-Filme. Weil sie Filme wie Ted und Bill, gucken Sie bitte jetzt Harrison Ford. Kunden schauten auch Benjamin Blümchen live in Concert. Oh, okay. Ja. Oh, Alien? Hast du irgendwelche
Du hast dich ja vorhin darüber aufgeregt, aber es gibt bestimmt auch Horrorserien, die gut sind. Ich mich darüber aufgeregt? Nein, ich glaube nicht. Dirk. Ja, was gibt's denn? The Walking Dead. Im Fahrenheit 427, da würde ich ja nun wirklich nicht als Horrorserie klassifizieren. Kann ich das nicht sagen? Nein, gar nicht. Gar in den 90ern war das doch mal so ein Trend. Horrorserien. So, im Zuge dieser Akte X-Welle, als ganz viel so Mystery-Serien. Akte X war sehr gut. Da auch, hat auch Horrorfolgen, ja. Also nicht alle. Bis halt der T-1000 kam. Dann war es komisch. Ja, ich würde sagen, es war schon vorher ein bisschen komisch. Hast du nicht gesagt, der eine hieß der Mann mit den schmeichelnden Händen oder so? Mit den gepflegten Händen. Also. Sehr schmeichelhaft, ihre Hände. Dirk schaut gerade auf meine gepflegten Hände. Sagen wir gepflegt. Ja, Hand da weg. Und sagen wir Hände. Die hat auch wirklich gute Horrorfolgen gehabt, Akte X. Vor allem in den ersten Staffeln. Ja. Meine ich. Und da gab's. Da waren die ganz Großen. Ja, ja. Da war doch dieser Typ, der sich selber und andere Dinge selber entzünden konnte oder so. Ne? Stimmt, ja. Oh. Das klingt nach einer klassischen erste. Das fand ich gut. Und das Geile ist immer, dass er dann, glaube ich, diese ganzen vermeintlichen Parallelen, die es schon irgendwie in der Geschichte gab, aufzählt. Die man ja dann wirklich, wenn man Spaß hatte, okay, damals hat man noch nicht das Internet so, aber im Nachhinein, wenn man jetzt mal, was ich da mal gemacht habe, öfter mal nachliest, ist wirklich, klar, wer das dann halt irgendwie verifiziert, keine Ahnung, aber dann heißt es von wegen, ja, in Guatemala gab es das Konzil der Kryptozoologie. Was? Das Konzil der Kryptozoologie. Das sind Wissenschaftler, in Anführungszeichen, die sich mit mythischen Wesen auseinandersetzen. Ich weiß. Ja, ich meine, da habe ich 2 Jahre studiert an der mythischen Universität von Feenhagen. Das ist eine Feenuniversität. Ein Wasserspeier war unser Prof. Ja. Ich glaube, da gab es aber auch ganze Horrorserien, so in diesem Zeitalter. Hast du Akte X damals gesehen? Ja. Hast du Schiss? Von Folge zu Folge, mal ja. Oh, an eine kann ich mich erinnern, die fand ich wirklich unheimlich, mit Glühwürmchen. So Glühwürmchen, die alles aufgefressen haben und Mulder und Scully mussten die ganze Zeit im Licht sitzen. Und ihnen gingen die Batterien aus. Okay, ja, das ist ja ein guter Spannungsbogen. Ja, ne? genau. Also halt einfach auch eine ganz, ganz einfache Geschichte. Und halt natürlich auch so wie dieses typische Akte X-Prinzip von Mulder. Sag mal, da, Aliens, Monster. Und kaum dreht Scully sich um, ist alles weg. Ja, das ist halt so ein bisschen Kasperle-Theater. Genau. Ja. Da, seht ihr nicht? Wo? Das Krokodil! Was beim Wrestling halt auch gut funktioniert, ja, ne? Ja. Da, Mensch, warum dreht er sich hier um? Guck mal, der wirkt ihn! Auch, und da können wir vielleicht jetzt die Brücke schlagen, der Undertaker. Oh, ganz gut. Horror und Wrestling in einem. Und der wrestelt schon seit 127 Jahren. Immer noch? Hat er nicht jetzt mal seine Karriere beendet? Was? Nee. Also ich weiß, dass er irgendwann in den 90ern von Paul Bearer Tschüss gesagt hat, ne? Und ja, wurde vielleicht ist Paul Bearer auch gestorben, wer weiß. Vielleicht ist er jetzt in der Urne. Vielleicht ist er Undertaker in der Urne. Oh mein Gott, 1:1. Vielleicht bist du jetzt klassischer Wrestling-Endstand. Bist du diese neue kanadische Software? Wrestling-Endstand, unentschieden. Nicht schlecht. Ja. Wer hat den letzten Korb geschlagen? Shawn the Kid Flair. Ja. Ich fand ja eigentlich dieses Outer Limits, also die 90er Wiederaufnahme. Stimmt, die hatten auch viele Horrorfolgen. Die fand ich eher schlimm, weil das oft immer so eine ganz bizarre, abstrakte Welt offen gelassen wurde und es war dann so surreal. Ich dachte, was ich ja jetzt total schlimm finde, wenn es Black Mirror dann macht. Das finde ich immer so. Und genau so wird es weitergehen. Black Mirror kritisieren und aufpasst. The Walking Dead gucken. Ja, das haben wir ja gerne. Also Black alleine die filmische Qualität ist manchmal, The Walking Dead, dieser Spaziergangssimulator. Furchtbar. Was die für tolle Autos immer finden. Vollgetankt, lackiert, kein Fleck drauf. Und dann ist es halt ein neuer Prius oder sowas. Ja, aber weil Deutschland sich so gut um die Autoindustrie kümmert. Ja. Das, die Zombies sind. Wir sollten uns einfach mal testweise in so eine Kammer setzen und ein bisschen Dieselabgase einatmen. Weil. Finde ich gut. Ja. Und falls uns dann irgendwas passieren sollte, kann man ja immer noch sagen: sorry. Das wär eine gute Erklärung für die Zombie-Apokalypse. Ja. In The Walking Dead. Dieselabgase. Ja. Ja, das stimmt. Und trotzdem kann man nichts dagegen machen, weil wir die Autoindustrie brauchen. Ja, klar, das ist klar. Du denkst ja nie an die Wirtschaft. Das stimmt. Aber sie vielleicht an mich. Schreibt sie dir manchmal Postkarten. Dirk, ich denke an dich. Komm in die Wirtschaft.
Ja, ja. Hast du Horrorfilme mit mehreren Teilen? Gibt es, ach scheiße, es ist auch später passiert, 90er, ne? Saw und so ein Quatsch. Aber gibt es halt gute Horrorfilme mit mehreren Teilen? Ach nee, wir haben ja auch schon. Was ist denn mit Freddy? Wir haben über Freddy noch gar nicht geredet. Also Freddy fand ich, teilweise sehr trashig, aber teilweise echt nicht mal der erste gut. Echt? Also ich fand einfach die Tatsache mit dem Träumen so. Dass jeder Teenager, der sich den damals reingepfiffen hat, abends dann immer nicht einzuschlafen, ja. Genau. Ja. Also die spielen ja auch oft mit einfach mit so Grundängsten. Und das ist halt, das ist halt echt was, was echt gut funktioniert, finde ich. Sind denn auch so Horrorfilme so, wo man eigentlich sich mehr so ekelt oder also so einzelne Phobien anspricht, so wie Arachnophobie oder sowas? Oder Angriff der Monsterspinnen oder so ein Zeug? Ja. Das habe ich. Ey, weil eine Zeit lang waren Spinnen ja mal richtig irre. Ja. Ja. Und jetzt ist es, glaube ich, eher so in den Trash-Sektor abgewandert, dass man jetzt sagt, so okay, wir packen jetzt einzelne Tiere raus wie Mega-Haie. Ja, ich meine, so. Shark Tank ist halt, ne, der hat dann Trash plötzlich richtig salonfähig gemacht. Ich glaube, du meinst Sharknado. Shark Tank hat Trash richtig salonfähig gemacht. Obwohl die Sharknado, also letzte oder vorletzte, wurde ja von den letzten drei wurden von einzelnen Sharks aus dem Shark Tank finanziert und die haben ja auch alle mitgespielt. In einem Teil hat ja, keine Ahnung, aber einer von den Sharks hat ja den Präsidenten gespielt. Das ist eine Bombenstory für alle unsere jungen liberalen Zuhörer. Ich wollte es ja nur sagen, dass du das wolltest. Das ist schön, Dirk. Das ist schön. Und ohne nachzugucken. Bin so stolz auf dich. Oh. Ja, aber der Weiße Hai zum Beispiel ist ja auch mehr oder weniger Horrorfilm. Oh, das halt auch mit dieser, wie oft, ich kann immer noch nicht in sowas, ich finde es komischerweise, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so oft im Meer unterwegs als im See, aber ich finde es im See schwimmen und dann halt einfach mal einen Meter runtertauchen, Augen aufmachen und nichts sehen. Ich denke immer die ganze Zeit. Ja. Du nicht? Ich schwimme sowieso nicht so gerne. Ja, du kannst also ja nicht schwimmen. Du schwimmst halt, wie du Auto fährst. Ich kann nicht, und ich will nicht Straße. Ja, das ist echt. Nee, aber du kannst schwimmen, oder? Ich kann schwimmen, ja. Echt? Los, komm, ich hüpfe in die Badewanne. Zum Beweisen. Ja, aber nimm deinen Schwimmflügel. Wir werden sehen. Ja. An den Füßen. Also gute Horrorfilme mit mehreren Teilen ist, glaube ich, schwierig, weil so Serien, glaube ich, auch immer mit Teil zu Teil schlimmer werden. Also vielleicht gibt es bei Scream noch die höchste Dichte an mehreren guten Teilen. Scream. Aber wahrscheinlich, weil es nur vier Teile gibt. Hast du American Horror Story gesehen? Nee. Da habe ich die... Das ist schon jetzt auch eine Horrorserie, ne? Ja, voll. Ja. Also die nehmen halt die ganzen klassischen amerikanischen klassischen Horror-Dinger auseinander, aber echt krass. Also am Anfang, im ersten und zweiten, ist halt auch sehr viel Splatter, was ich halt scheiße finde, aber ich glaube, vier oder fünf Staffeln, ich glaube, aktuell ist jetzt das Hotel, finde ich echt alle total gut gemacht. So, was ist der Horror im Hotel, dass sie 19% Mehrwertsteuer zahlen müssen? Nee, es ist wirklich ein Hotel, was es wohl wirklich gibt. Und der ursprüngliche Macher oder Erfinder des Hotels oder Architekt oder so hat auch sehr viel, der hat immer das Hotel, also die Bauarbeiter hat er immer so alle paar Monate komplett ausgetauscht, damit die nicht sehen, was das wirklich wird. Und zwar war das halt, dass er halt Zugang zu jedem einzelnen Zimmer hatte mit so versteckten Kanälen und Gängen und sowas und hatte halt dann auch Folterzimmer und all so einen Scheiß drin. Darüber war das nicht auch Teil einer oder eine Diskussion in einer Sherlock-Folge? Kann sein. Von der aktuellen Staffel? Also auf jeden Fall dass es das gab oder so und der halt dann irgendwie da seine sadistischen Sachen so ausgelebt hat. Natürlich wird das dann noch überzogen mit irgendwie, vampirähnliche Viecher und so ein Zeug. Okay. Und ich glaube, Christina Aguilera oder verwechsel ich das? Wie heißt nochmal diese eine Pop-Diva, die halt immer so krass schon aussieht wie so ein Fantasy-Wesen manchmal, so übertrieben. Ach, fuck, ich bringe jetzt... Madonna? Ja, sowas ähnliches wie so ein Madonna-Typ. Ja. Die hat auf jeden Fall in der letzten Staffel halt mitgespielt und war halt auch so ein, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, von denen, das ist irgendwie so ein Transwesen, Vampir, irgendwas. Und naja,
Und das ist halt, also das Hotel gibt es wohl immer noch und ja, also spielt halt echt mit vielen Ängsten, teilweise auch immer so ganz schön draufgedonnert, aber dann auch wieder sehr, ja, sehr psychisch. Aber es auf jeden Fall, wenn man jetzt, sagen wir mal, das ganze breite Spektrum von Horror mag, halt auch die, sage ich mal, die richtigen so Haut-drauf-Schocker und die Splatter-Scheiße und sowas und den psychologischen Aspekt, so die psychischen Dinger, dann ist das echt eine gute, runde Sache. Also, und da haben ja echt ein paar Namen auch mitgespielt, die halt einfach, glaube ich, voll darauf stehen. Was ich ein bisschen komisch finde, hat zum Beispiel, wie heißt er denn, dieser... ist dieser alte Mann-Monolog immer noch nicht fertig. Da haben ja auch ein paar Namen mitgespielt, glaube ich. Wie heißt nochmal der How I Met Your Mother, der irgendwie alle da, Barney Stinson... Ted Mosby. Nee. Barney Stinson. Ja, Neil, und der, Neil Patrick Harris. Und der spielt halt auch damit in, ich glaube, dieser Zirkusstaffel, also wo es halt Freakshow ist. Ja, okay. So. Das, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem ist halt einfach diese Figur schon so lange in diesem Barney drin gewesen und das ist so ein bisschen wie Christoph Marie Herbst, der halt irgendwas anderes spielt und du denkst, du hast als Stromberg alles gezeigt und dann ist so ein bisschen, das hat bei mir nicht so funktioniert. War ein bisschen schade. Ja, wir nähern uns jetzt langsam der 1-Stunden-Marke. Was? Jetzt heißt es auf Wiedersehen. Also wollen wir es abwickeln? Die beste Horrorsendung, deine Lieblingshorrorsendung? Horrorsendung? Oder ja, oder Horrorfilm, dein Lieblingshorror, Horrorbuch? Also ich war letztens total fasziniert von Shining und habe gedacht, ich muss mir das definitiv nochmal reinziehen, weil es, glaube ich, einfach so eine schauspielerische, anstrengende Kacke war und dass die das durch... Wie heißt die? Duval? Shelley Duval, ja. Dass sie das so durchgezogen hat, das blieb gerade voll hängen. Das fand ich halt am heftigsten. Ja, bei mir The Walking Dead, weil ich mir nichts Schlimmeres vorstellen kann, diese Serie zu sehen. Was mit Fear The Walking Dead? Aber sie ist doch gut, oder? Sie ist doch gut. Dreck. Das war ein Dreck. Ich meine, keiner wusste, dass in dem Stadion Dreck. So viele Menschen sind. Selbst der Vater, der ist ganz nett, der bei Sunshine mitspielt, auch ein toller Horrorfilm. Willst du die Nummer haben? Mit Chris Evans von Sunshine. Mhm. 5. Dirk, wo können die guten Leute des Internets uns finden? Wir haben schon gesagt, wir haben eine Website, mehr oder weniger. Was? Wir haben eine Website? Ja, aber die ist nicht so furchtbar relevant. Vertrag mir die Adresse. Vertragte Situation. Für nüsseport.com. Nicht schlecht. Mit UE. Oh, Umlaut überachten. Verrückt. Genau, ihr findet uns auf... Haben wir das schon mal erwähnt? Ja, das ist verrückt. Auch verrückt hat auch einen Umlaut. Ihr findet uns auf iTunes, als Für Nüsse für Dirk und Klaus oder wenn ihr ein Android-Telefon habt, über die App Podcast Addict. Auch nicht als schlecht. Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Ihr findet uns als Für Nüsse auf Soundcloud. Immer die letzten aktuellen Folgen, da haben wir nicht so viel Speicher. Und wenn ich eine E-Mail schreiben möchte. Wenn du uns eine E-Mail schreiben möchtest, ganz klassisch, dann schreibst du an fürnüsse@gmail.com. Und da könnt ihr uns Fragen stellen. Da beachte ich aber auch die Umlaute. Ihr könnt uns auch Antworten geben und wir denken uns die Fragen dazu aus. Ah, Jeopardy. Ihr erreicht uns auch, genau. Was ist Jeopardy? Das ist die Frage für nächste Woche. Und wenn ich jetzt ein lustiges Standbild eine Stunde anschauen möchte mit unseren Stimmen. Ja, dann findet ihr uns als Fürnüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube. Faszinierend. Absolut. Und ihr könnt es auch einen Tweet schreiben in 280 Zeichen. Oh. Unsere Twitter-Adresse ist @realDonaldTrump. Ah ja. Ich meine, @fürnüsseport. Verrückt. Auch mit Umlauten. Und lustig. Ihr könnt auch @realDonaldTrump schreiben und ihn von uns grüßen. Hahaha. Kann man uns sonst noch irgendwie erreichen? Nee, das war's, ne? Soundcloud hast du schon gesagt. Soundcloud habe ich schon gesagt. iTunes habe ich gesagt. Podcast, wie viele Podcasts sind denn beim Soundcloud immer so hinterlegt? Hören die irgendwann auf oder sind da alle zu finden? Oh ja, das ist eine mega interessante. Ich glaube, bei Soundcloud hat uns auch noch niemand gehört. aber immer wir haben immer 180 Minuten, die wir da haben. Ach, ist das ärgerlich. Ja, wenn wir so weiterreden, ist es schon voll mit dieser Folge. Ja. Dirk, sonst noch was Abschließendes zu sagen? Ich bedanke mich bei allen Nüssen, die zugehört haben. Oh Gott, die nennen wir unsere Zuhörer jetzt die Nüsse. Du hast irgendwann gesagt, Nüsschen, bla bla bla. Was? Du hast in irgendeinem Podcast gesagt... Ich habe eine Mail bekommen. Ja, und gerade dieses Schluss machen, sogar per Mail. Jetzt kriegst du gleich noch einen Fax. Scherzfax. Ja, was wollte ich denn sagen? Das Nüsschen. Du hast irgendwann mal gesagt, nicht, liebe Nüsschen. Das kommt definitiv... Nee. Doch. Da meinte ich dich damit. Ach so. Mehrzahl? Liebe Nüsschen. Ich habe jetzt einfach gesagt, vielen Dank, jetzt Zuschauer, meinen kleinen süßen Nüsschen da draußen.
Ja, ja, wir bedanken uns und wir machen vielleicht Anfang Februar eine Bonusfolge, aber das verraten wir euch nicht. Bitte, oder doch? Was? Ja, wir haben doch schon drüber geredet. Ach so. Ja, da muss ich nochmal mit dir drüber reden. Ja, toll.